Große Nachbesprechung NTG Frühjahr 2024. Was kam drin vor? Darüber sprechen wir in diesem Video. Ja, Sepp, Prüfung ist rum. Jawohl. Und jetzt haben die Jungs und Mädels sich da fleißig drauf vorbereitet. Und wir wollen jetzt ein bisschen drüber quatschen, was so in der Prüfung vorkam. War das Ganze fair? War es eine leichte Prüfung? War es eine schwere Prüfung? Richtig. Also wir haben ja schon eine Meinung dazu und wir gehen jetzt mal so ein bisschen auf die Prüfung ein. Vielleicht vorweg, wir selber haben die Prüfung nicht vorliegen, aber es ist wie immer, wir haben so viele Kunden in den Prüfungen gehabt in ganz Deutschland und ja, da gibt es natürlich so Rückmeldungen, was kam dran vor. Also manchmal bin ich echt überrascht, wie, ja, was für ein Gedächtnis die haben, wie genau die uns da mal sagen können, was dran vorkommt. Das Ganze werden wir so ein bisschen mit unserer Pareto-Analyse abgleichen. Wir werden auch hier und da mal ein Bild einblenden, dass man nochmal gucken kann, stimmte unsere Prognose, kam genau das vor, was wir da prognostiziert haben. Und ja, lass uns einfach mal starten. Mhm. Was haben wir denn bei unserem Prognose-Video gesagt? Was ist denn Aufgabe 1? Chemie. Was ein Wunder. Chemie, auch wieder 1:1 drangekommen. Und hier ging es um Härte, Wasserhärte, also etwas, was in der Vergangenheit schon häufiger abgefragt wurde. Ja, das Ganze gab, glaube ich, 10 Punkte. Also keine große Überraschung. Auf jeden Fall machbar die erste Frage, ja. Ja, zweite Aufgabe, was war das? Schiefe Ebene. Das war so ein bisschen überraschend, weil schiefe Ebene kam schon ziemlich lange nicht mehr dran vor. Ich glaube, Herbst 22 kam das letzte Mal schiefe Ebene vor. Ja, das ist allgemein ein Thema, was nicht ganz so häufig dran kommt. Aber hieran sieht man wieder, sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Wenn ich gerade so überlege nochmal, also die NTG Metall, Elektro und so weiter und dann die NTG Logistik. Ich meine, die Logistik haben häufiger schiefe Ebene, ne? Genau, bei denen kommt das häufiger. Ja. Genau, bei den Metallern oder bei den anderen kommt es eher seltener. Ja. Ja, gab ungefähr 16 Punkte das Ganze. Ich gucke ja so ein bisschen auf so einen Spickzettel, was die Kunden uns geschrieben haben. 16 Punkte, schiefe Ebene. Da war so eine Steigung eigentlich relativ primitiv. Ne? Ein Auto, was eine 10% Steigung hochfährt. Ja, dann solltest du da ausrechnen. Worum ging es da? Kinetische Energie. Ja, Ekin. Also. Ekin und dann Epot, was man daraus dann nachher ableiten musste. Und ja, das war eigentlich so die Herausforderung. Was ich ganz cool fand, die schiefe Ebene war ein bisschen anders als die, die sonst immer so gestellt wurden. Man musste so quasi von hinten das Ganze dann aufziehen. Ja, also eher selten, dass schiefe Ebene bei den Metallern, wir sagen jetzt einfach Metaller der Vereinfachung, zur Vereinfachung, aber schiefe Ebene kommt selten dran, aber ist zumindest mal in unserem Kundenkreis kein unbekanntes Thema, weil wir das Thema immer wieder durchexerzieren. Ganz spannend, und dann kommen wir schon wieder zum Thema Logistik, ist die dritte Aufgabe. Da ging es um Stapler, du hast einen Stapler, da waren so Kräfte eingezeichnet, und dann solltest du die Kräfte da ausrechnen, die Auflagekräfte. Das ist für mich auch wieder so eine klassische Logistikaufgabe. Wenn du alle Aufgabentypen die anguckst und Logistikern, haben die diesen Stapler, dieses Bild von dem Stapler. Ich glaube, das ist schon fast immer der gleiche Stapler. Mhm. Immer und immer und immer wieder drin. Die Metaller nicht so oft drin, aber ja, die Aufgabe war da und das gehört zum Thema Kraft. In der Pareto-Analyse auch ganz weit oben, Thema Kräfte musst du drauf haben. Und wir trainieren das mit unseren Teilnehmern immer bis zum Verrecken, hätte ich bald gesagt, dieses links- und rechts drehende Moment. Man muss es einmal verstanden haben, wie man sich die links- und rechts drehende Momente herleitet. Und dann ist das nur noch Male nach Zahlen. Ja, Summe links drehende Momente gleich Summe rechts drehende Momente. Dann musst du das Bild checken und dann hast du nur noch Formel hinstellen, umstellen nach dem, was gesucht ist und fertig. Wenn ich jetzt an die letzten beiden Prüfungen denke mit den Kräften, ne? Da war so eine Kiste mit den Seilen und davor, das war glaube ich mit diesem Roboterarm, ne? War das hier davor, ja. Da war die ja geschenkt eigentlich. Ne? Also es ist zwar eher so ein Logistiker-Thema, aber die war ja Typ Kräfte im Vergleich zu den vorherigen Prüfungen geschenkt. Definitiv, definitiv. Ja. Okay, also Aufgabe 1 haben wir Chemie gesagt, easy. Aufgabe 2, schiefe Ebene, kommt selten dran, war auch nicht so schwer. Aufgabe 3, der Stapler war geschenkt, auf jeden Fall. So, Aufgabe 4, was kam da dran, Stefan? Aufgabe 4, das war so eine Wärmetechnik-Aufgabe. Da ging es um eine Lampe oder um ein Seil, wo eine Lampe dran hing. Da ging es dann hier auch um so eine Wärmeausdehnung von 0 auf 30 Grad.
Und ein ähnliches Bild, ich hab's, weiß nicht mehr wann, müsste ich jetzt nachgucken, ein ähnliches Bild gab es schon mal in der Prüfung. Und ich meine sogar auch die gleichen Temperaturwerte mit 0 bis 30 Grad. Also ich müsste jetzt mal genau gucken, ob es exakt die gleichen Zahlenwerte sind, aber die Aufgabe gab es schon mal. Ja? Also Wärmetechnik, haben wir bei der Prognose gesagt, kommt nicht so häufig vor. Jetzt kam es auch wieder vor. Aber es ist eigentlich ganz cool. Du kannst deine Pareto-Analyse, ich kann die nochmal einblenden, immer sehen, wann so Löcher sind, ne? Wann ein Thema selten dran vorkam. Jetzt kam Wärmetechnik wieder vor. Aufgabe nicht so schwer. Wenn die Leute das machen, was wir immer oder predigen, lernen mit alten Prüfungen, dann hättest du die Aufgabe dich gefreut, wenn du die gesehen hättest. Das war alles klar, gecheckt, kam schon mal vor. Also kann man auch einen grünen Haken dran machen, durchaus machbar. Genau. Aufgabe 5 ja, war Elektrotechnik. Sagen wir, ich glaube Platz 1 ist in der Pareto, Elektrotechnik kommt immer vor, meistens sogar zwei Aufgaben. Aufgabe 5 war eine Elektrotechnik-Aufgabe, solltest du ausrechnen, sowas wie Strom, Spannung und da hast du sogar nochmal Temperatur, irgendwas hier mit Temperatur gehabt. Ja, also Elektrotechnik haben die meisten Probleme, gerade wenn du Metaller bist, wenn du Lebensmittel machst, wenn du Kunststoffkautschuk machst. Ich weiß, die Metaller haben Schwierigkeiten, aber deswegen predigen wir auch, Elektrotechnik ist Platz 1 auf der Pareto, musst du beherrschen. Mhm. Musst du dich durchquälen. Ne? Aufgabe 6, Sepp, was war denn das? Überraschung, nochmal Elektrotechnik. Oh, zwei Elektrotechnik-Aufgaben, wer hätte das gedacht? Genau, haben wir auch prognostiziert, ne? Nämlich die zweite. Hier ging es jetzt um irgendwie einen Leitungsanschluss, den man da berechnen musste. Ja, und hier ist immer diese Schwierigkeit, rechne ich das einfach oder das Ganze doppelt. Ja, also die Aufgabe in der Art und Weise, die kam schon häufiger in den Prüfungen vor. Also von daher auch völlig machbar an der Stelle. Jo, und Aufgabe 7. Ja, haben wir auch immer gesagt, Aufgabe 7 ist immer Statistik. Hier hast du so einen Zahlenfriedhof gehabt, Fachwort dafür ist die Urliste. Du hast die Urliste gehabt, da sollst du einen Mittelwert ausrechnen. Dann ging es irgendwie so um Krankentage, ne? Da gab es mal eine Aufgabe mit Homeoffice-Tagen. Ich glaube, die haben den Corona gebracht, mit Homeoffice-Tagen. Mhm. Also eigentlich kam die Aufgabe schon mal 1:1 dran. Ne, 1:1 ist falsch. Aber die Aufgabe kam schon mal so ähnlich dran vor. Auch das ist das, was wir sagen, die Aufgaben kommen immer wieder vor. Ja, also Aufgabe 7 Statistik war geschenkt. Wenn du jetzt da sitzt und sagst, ey, die sagen ja zu jeder Aufgabe war geschenkt. Nee, ist es nicht. Aber wenn du die ganzen letzten Jahre dir anguckst, also ich denke mal an die Herbstprüfung 22, die war gottlos krank. Also die war echt heftig. Ne? Ja. Dabei war jetzt der Herbst 23 echt okay. Und ich finde jetzt hier Frühjahr 24 war auch vollkommen okay. Mhm, definitiv. Ja, also sollte machbar gewesen sein, über die 50 zu kommen. Und wenn es mit den 50 nicht gereicht hat, dann solltest du aber über die 30 gekommen sein, damit du die mündliche Ergänzungsprüfung kannst. Also, Aufgabe 1 war Chemie, war klar. Aufgabe 2, schiefe Ebene, haben wir eben gesagt. Mhm. Aufgabe 3, das war, jetzt muss ich mal gucken, was Aufgabe 3 war, oder weißt du das noch? Aufgabe 3 war der Stapler mit den Kräften, okay. Und Aufgabe 4, Wärmetechnik mit der Lampe, 5 und 6 Elektrotechnik und 7 war Statistik. Also von daher muss man Fazit sagen, völlig machbar. Völlig machbar, war eine faire Prüfung, war eine machbare Prüfung. Ja. Wenn du dich natürlich jetzt nur 2 Wochen vor der Prüfung darauf vorbereitet hast, dann wird es vielleicht ein bisschen eng, ne? Kann ich jetzt so nicht sagen. Aber wenn du dich mit alten Prüfungen beschäftigt hast, was man immer tun sollte, lernen mit alten Prüfungen, schau dir das Schema an, schau dir unsere Pareto-Analyse an, dann muss ich sagen, war absolut okay. Ja. Ja, das war es erstmal mit der Nachbesprechung für NTG und jetzt werden auch in den nächsten Tagen noch weitere Videos folgen zu den anderen Fächern. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.